Hallo! Hi! Wo sind wir hier überhaupt? Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass wir unsere letzte Wanderung durch den Soonwald abbrechen mussten. Leider, leider. Aber jetzt haben wir einen neuen coolen Plan für 2 Tage und wie ihr seht, hat es mit Wein zu tun. Also seid gespannt. Viel Spaß! Wie ihr seht, befinden wir uns mitten in den Weinbergen und Wein ist auch genau das, was die Region hier ausmacht. Und zwar befinden wir uns in Flohnheim und in einem der vielen Weingüter, die es hier gibt, übernachten wir heute. Und das Weingut ist auch was ganz Besonderes für uns, weil es nämlich ein veganes Weingut ist. So, und die Julia zeigt euch jetzt mal, wo unser Hotel ist. Da! Und was ist das auf der anderen Seite? Sieht wie eine Kirche aus. Ja, und das Hotel nochmal? Aber jetzt kommen wir zum wichtigen Teil des Abends und zwar gehen wir unten was essen und da freuen wir uns schon riesig drauf. Ja, mega Hunger. Wir sind ja ein bisschen länger gelaufen heute eigentlich, als wir vorhatten. Jetzt können wir uns richtig gutes Essen reinhauen, hoffentlich. Ja, und wir zeigen euch dann auch, was es so gibt. Vielleicht. Die Welt unter. Aber wir haben uns nach drinnen verzogen. Wir sind jetzt wieder im Zimmer angekommen, vollgefressen und glücklich. Es war wirklich richtig, richtig lecker und eine genauere Rezension findet ihr dann auch bald auf unserem Blog. Places to eat. Ja, genau. Und während dem Essen hatten wir ein riesengroßes Unwetter. Also wir saßen erst draußen auf der schönen Terrasse, mussten aber dann leider rein, weil es einfach in Strömen geregnet hat. Das war echt übel. Die Pavillons sind fast weggeflogen und aber das hat dem Essen keinen Abbruch getan und wir sind jetzt müde und glücklich und melden uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Genau.
Bis dahin eine gute Nacht. Gute Nacht. Frühstücken und das Essen war mega lecker. Also ja, wir können das wirklich nur empfehlen hier. War mega gut. Riesige Auswahl auch an Aufstrichen und so. Also falls ihr Veganer seid oder euch dafür interessiert, kommt auf jeden Fall mal her, wenn ihr in der Gegend seid. Für alle, die es interessiert, das Hotel heißt Trautwein und ist wie gesagt eben hier in Flohnheim in Rheinhessen. Und wir bekommen kein Geld oder sonst irgendwas dafür. Nee. Wir haben das auch durch Zufall gesehen und haben gedacht, das könnten wir mal aufnehmen. Und es ist wirklich mega gut. Also ja. Schaut es euch an. Und auch die Betten sind sehr bequem. Wir haben gut geschlafen. Und der Blick beim Aufwachen ist halt einfach mega geil. Ja. Wir verlinken es auf jeden Fall unten dann und würden dann hier auch den Blog beenden. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Gebt uns einen Daumen hoch. Abonniert uns. Und ciao. Ciao.